um uns heute hier ein nettes kleines Tennisspielchen zu präsentieren. Spiel dran. Gabriele Sabatini. Und auch das kein Geheimnis. Steffi Graf halt noch ein wenig fitter als ihre Gegnerin aus Argentinien. Hier haben wir den Beweis. Urteil Sabatini. Spiel Sabatini. Zweifachen Mutter. Da hat sich kaum was verändert. Natürlich bei ihr auch nicht mehr ganz so viel Kraft und Dynamik hinter den Schlägen, aber das ist völlig normal. Schön auf jeden Fall zu sehen, dass sich die beiden noch einmal gegenüberstehen. Und die nehmen sich auch bei den Seitenwechseln nicht allzu viel Zeit. Also im Moment geht es noch mit der Puste. Auch bei der, die jetzt Aufschlag hat und 106. Klaus Marten von Adidas. So muss das sein hier in der SAP Arena und es gibt den verdienten Applaus für Steffi Graf und Gabriele Sabatini. Ein bisschen Spielereien am Netz, das wollen die Zuschauer hier sehen.
gerade noch so auf der Linie. Steffi hat dann doch zugegeben, dass sie ein bisschen Bammel hat, weil sie nicht mehr genau weiß, wie fit, wie stark sie ist im Moment. Reduziert wurde und weniger auf ihr Tennis. 27 Turniersiege für die Argentinierin sprechen auch dafür, dass sie und jetzt der Punkt für Steffi Graf. Oh ja. Also das Tennis wird. Richtig eingesetzt, wird so gefährlich für die Gegnerin, auch hier zu sehen, für Gabriela Sabatini und dann natürlich. Aber Steffi Graf ist ihrer Linie treu geblieben und war damit auch sehr erfolgreich wie jetzt. Thank you.
gewinnt Steffi Graf den ersten Satz mit 6:4. Reihenfolge und auf der richtigen Seite. Aufschlag Gabriela Sabatini. 0 beide im zweiten Satz. Da muss sie auch ein bisschen lächeln. Das hat man früher nicht allzu oft gesehen bei der doch auf dem Platz Wechsel gesehen. Auch damals gewann die Brüderin in zwei Sätzen. Und hatte dann eine Phase, da wirkte sie extrem ausgebrannt, Gabriela Sabatini. Dann hatte sie ihren Trainer gewechselt und das ging jetzt relativ zügig. Ja, die Tennisfans in Deutschland vermissen natürlich eine Ausnahmeathletin wie Steffi Graf, aber es wird in absehbarer Zeit niemand nach, die für die Karriere, für die Ausnahmekarriere der Steffi Graf steht. Und die beeilt sich jetzt ein bisschen für Steffi Graf. Läuferische, konditionelle Vorteile für Steffi Graf. Das muss man unterstreichen. Also von wegen Tennis. Und denen gefällt natürlich dann auch. Ja, das ist kein Problem. Wenn Chase beide mit der Mama nach Mannheim gereist sind. Eine Woche werden sie noch. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, wird sich der Gabriela Sabatini noch nicht geklappt. Der Richtige ist anscheinend noch nicht gekommen. Wie sie selbst sagt, weil die Männer, wenn sie ihr gegenüberstehen, häufig zu schüchtern sind, um sie anzusprechen.
Sie hat sich immer wieder Sorgen gemacht, ob denn das Tennis, das sie beide noch. Und erneut einen Matchball abgewehrt für Gabriela Sabatini anzugreifen. Hat sie die auch genutzt? Vorteil. Und auf der anderen Seite war die gegen Gabriela Sabatini. Und dazu kommt der Aufschlag. Und jetzt ist es geschehen. 70 Minuten, knapp 70 Minuten haben sich die beiden gegenübergestanden. Sehr zur Freude der 9000 in der SAP Arena. 6:4 und 6:2 das Endergebnis für Steffi Graf. Das wollen wir aber gleich wieder vergessen, denn dies war, wie gesagt, nebensächlich.